Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ja? Und heute klären wir die Frage, warum eigentlich keine Gaming-Videos mehr kommen. Also, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, es kommen seit, ich weiß gar nicht, 2 Monaten oder so keine Gaming-Videos mehr. Ja, was ist der Grund dafür? Also, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück. Das wird jetzt hier so etwas längerer Real Talk. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Vielleicht brauche ich bis 5 Minuten, vielleicht brauche ich 10. Hört euch auf jeden Fall bis zum Schluss an und dann versteht ihr das. Also, dafür gibt es mehrere Gründe auf jeden Fall. Ich habe halt so gemerkt gehabt, dass mir die Gaming-Videos, und das ist eigentlich der Hauptgrund, nicht mehr so Spaß machen. Ob ich nun, hauptsächlich habe ich ja FIFA gemacht, ob ich nun FIFA mache, ob ich GTA-Content gemacht habe, ob ich Fortnite mache oder ob ich Rocket League hochgeladen habe. Alles von den Vieren hat mir nicht mehr so Spaß gemacht. Am Anfang, also das hat ja meinen Kanal geprägt, am Anfang habe ich nur Gaming-Videos gemacht. Ich hatte mal 1, 2, 3 Real-Life-Videos dazu, wie das jetzt hier, aber eigentlich zu 99% hat der Kanal nur aus Gaming bestanden. Und ja, von einem auf den anderen Tag habe ich dann aufgehört, Gaming-Videos zu machen und ging in die Real-Life-Branche oder wie man es auch immer nennt, in den Real-Life-Bereich. Und dann kamen nur noch Real-Life-Videos. Wie soll ich einfach dazu sagen? Mir macht es einfach mehr Spaß, Real-Life-Videos zu machen. Ich weiß es nicht, warum, aber ich habe mich hier damit auseinandergesetzt. Ich kann mich hier identifizieren damit und ich würde gerne in den Real-Life-Bereich bleiben. Manche haben mich bloß abonniert wegen dem Gaming-Content. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass bald wieder Gaming-Content kommt. Das ist auch eine sehr, sehr geile Ankündigung, die ich hier in dem Video verbinde. Ich werde wieder etwas anfangen mit Gaming-Videos. Niemals so durchgehend wie damals, das kann ich euch versprechen. Aber es werden auf jeden Fall auch wieder Gaming-Videos kommen. Also an die, die das gefeiert haben, es wird auf jeden Fall wieder kommen. Welches Spiel auch immer, auf jeden Fall wieder Gaming-Videos oder Gameplay-Videos, wie man es auch immer nennt. Und ja. Was hat die Pause jetzt im Prinzip mit mir gemacht? Ja, ich habe halt gemerkt gehabt, wie gesagt, dass mir diese Real-Life-Content, diese Real-Life-Videos viel mehr gefallen. Ich kann mich hier viel mehr entfalten, ich kann ja machen, was ich will. Bei den Gaming-Videos kommt halt dann irgendwann doch immer nur das Gleiche. Und man kann sich nicht so entfalten, man kann nicht so viel machen. Irgendwann wären immer die gleichen FIFA-Videos, die gleichen Rocket League, die gleichen Fortnite, die gleichen GTA-Videos gekommen. Und ja, das wäre so der eine Grund. Es hat mir irgendwie nicht mal so Spaß gemacht, das hochzuladen. Ich habe auch gemerkt, und das ist der zweite Grund, das sage ich euch offen und ehrlich, das ist kein Geheimnis, Gaming-Videos laufen einfach nicht so sehr wie Real-Life-Videos. Real-Life-Videos sind für Leute viel interessanter, weil das gucken sich in der Breite viel mehr Leute an. Und ja. Durch diesen Content kann man ja auch Frauen zu sich heranziehen, anstatt wenn ich jetzt Gaming-Videos mache, es spielen weniger Frauen oder es interessiert weniger Frauen, was ich da hochlade an Gaming-Videos beziehungsweise an Gameplay-Videos, als es Jungs interessiert. Und so kann man halt beide anlocken, beziehungsweise, und das ist kein Geheimnis, ich muss gucken, dass ich mehr Leute rankriege. Ich will ja wachsen, Leute, das ist, denke ich mal, kein Geheimnis, da brauchen wir jetzt auch nichts vormachen. Ich versuche größer zu werden und da muss ich halt das machen, was ja, die meisten interessiert. Und nichtsdestotrotz ist halt der Hauptgrund, dass es mir nicht mehr so Spaß macht. Aber es ist auch so, dass ich gemerkt habe, dass die Real-Life-Videos mehr Klicks bekommen, sage ich euch offen und ehrlich. Und das ist auch der Grund darüber, dass ich aufgehört habe mit den Gaming-Videos, weil ja, man sagt immer so, warum soll ich irgendwas weitermachen, was mir wenig bringt, was mir keinen Spaß mehr macht. Und ja. Bei den Real-Life-Videos kann ich mir halt, wie gesagt, viel mehr entfalten. Ich kann Reactions machen. Ich kann irgendwas hier erzählen. Storytime, was ihr ja auch sehr feiert. Was sehr gut ankommt bei euch. Ich kann Vlogs machen. Ich kann und. Ich kann so viel machen. Und bei den Gaming-Videos bist du halt immer zugeschneit, dass du immer irgendwas machen musst, was bloß in diesem Spiel vorhanden ist. Zudem habe ich auch nicht das Equipment dafür, wie die anderen großen Gaming-YouTuber, um halt die Facecam, dass da alles richtig passt. Um das Gameplay, dass da alles richtig passt. Ich bin auch nicht in jedem Spiel so krass. Ich meine, ihr habt schon viel bessere Leute gesehen, die viel besser in irgendeinem Spiel sind. Ihr habt Leute gesehen, wo das mit der Facecam besser ist, wo das mit dem Gameplay besser ist. Deswegen, Leute, ich kann da nicht mithalten. Und aus diesem Grund werden dann meine Videos auch nicht so relevant, beziehungsweise so viel geklickt wie bei den anderen YouTubern. Und besonders am Anfang, und ich denke, ihr versteht das, ich bin jetzt noch ein kleiner YouTuber, ich habe jetzt gerade 371 Abonnenten, wenn ich nicht falsch liege. Und gerade am Anfang muss man erstmal versuchen, ein Publikum zusammenzufinden, was auch jedes Video Schritt für Schritt klickt und anschaut. Und da kann man nicht am Anfang so halt mit 5 Klicks dahergehen, weil da wächst der Kanal nicht. Sage ich euch offen und ehrlich, wie es ist. Ich nehme mir auch vor für meinen YouTube-Kanal, ob es in 5 Jahren ist, ob es jetzt ist, nie ein Geheimnis draus zu machen. Ich bin immer ehrlich zu euch, Leute. Und natürlich sind mir Klicks wichtig. Aber diesen YouTube-Kanal habe ich trotzdem gemacht,
weil der Spaß im Vordergrund stand, weil ich gemerkt habe, es macht mir Spaß, allgemein Videos aufzunehmen, Videos hochzuladen, Videos zu bearbeiten, was auch immer man damit macht, eigentlich alles macht mir Spaß und das ist der Hauptgrund gewesen. Sage ich euch offen und ehrlich, es war nie meine Absicht hier anzufangen, weil ich Geld verdienen wollte. Also klar wäre es irgendwann schön, wenn ich damit Geld verdienen würde und das nimmt jeder mit, das ist einfach so, aber der Hauptgrund war der Spaß und ich wollte einfach Leute unterhalten und das ist, das kann ich euch auf alles schwören, der Hauptgrund. Und ja, also, was wird demnächst kommen? Auf jeden Fall werden wieder FIFA-Videos kommen, GTA-Videos, Rocket League-Videos, ja, wir können auch, keine Ahnung, was noch gibt, Fortnite-Videos machen. Schreibt aber auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr an Gaming-Videos sehen wollt. Ja, die Real-Life-Videos werden aber trotzdem, das kann ich euch so sagen, im Vordergrund bleiben. Das wird häufiger kommen als Gaming-Videos. Und ja, das wären im Prinzip so die Hauptgründe gewesen, das wäre es schon gewesen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euch, beziehungsweise was ihr mehr mögt bei mir, die Gaming-Videos. Da müsst ihr ein paar Monate zurückscrollen, wo es das letzte gab. Ich glaube, im Februar habe ich das letzte Gaming-Video hochgeladen. Oder die Real-Life-Videos jetzt. Also mir gefallen die Real-Life-Videos viel besser, wie gesagt. Und ja, im Prinzip habe ich das so entschieden gehabt. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht, ob ihr mir zustimmt, wie gesagt, was ihr besser findet von beiden. Und ja, im Prinzip hätten wir es damit. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ihr könnt helfen, den Kanal mit zum Wachsen zu bringen. Und ja, ich versuche trotzdem, egal was es für Videos sind, immer das Beste für euch zu geben, euch so gut es geht zu unterhalten, euch das beste Video zu bringen, das kann ich euch sagen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, gerne kostenlos abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr meiner Meinung seid. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Ich versuche jetzt auch wieder jeden Tag ein Video hochzuladen, aktiv zu sein. Und ja, dann ansonsten bin ich raus und ciao.